Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von God of War. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Wir befinden uns aktuell am Lichtalpen-Außenposten, ein Geheimgebiet, das wir entdeckt haben und das wir jetzt auch hier schön freigeräumt haben. Und dabei ist mir eingefallen, wir haben ja noch einige Weltenrissbegegnungen, die wir machen müssen. Allerdings können wir, da wir ja, einen Augenblick, da muss ich noch mal kurz in die Ziele schauen. Genau. Wir haben ja die Welt Muspelheim freigeschaltet. Und vielleicht sollten wir mal gucken, was es da gibt. Ob es da auch irgendwelche tollen Sachen zu holen gibt, weil das ist ja eine Nebenaufgabe. Genau wie die Welt des Nebels, dass wir noch nach Niflheim gehen. Allerdings fehlen uns da noch zwei Schifferinnen. Denn in Niflheim bekommen wir auch Niflheim-Nebel, würde ich mal behaupten. Was wir ja schon beim Händler gesehen haben, was wir dann gegen eine Frostflamme tauschen können, die wir ja wiederum brauchen, um die letzte Aufwertung für die Leviathan-Axt zu verwirklichen. Ja, also werde ich jetzt erstmal nach Muspelheim reisen. Ich glaube, das wäre nicht das Schlechteste, dass wir uns das mal anschauen. Oder sollen wir zuerst die Weltenrissbegegnung machen? Vor allen Dingen weiß ich gerade gar nicht mehr, wie wir hier wieder runterkommen. Ich glaube, ich renne hier gerade nur im Kreis. So kommt es hier gerade vor. Hier müssen wir, glaube ich, runter. Sieht gut aus. Na, was war denn da rechts? Ich habe doch da rechts was gesehen. Ach so, ja, haben wir schon gesammelt. So. Und irgendwo hier ging es jetzt, genau, hier ging es rechts jetzt zur Nornentruhe und da kommen wir dann auch runter. Wunderbar. Aber was es hiermit auf sich hat, keine Ahnung. Vielleicht mussten die auch aktiv sein für die Weltenrissbegegnung hier. Da vorne liegt was im Meer. Mal drüber fahren. War auch EGS Gold. Okay, ja, ich glaube, ich markiere mal diese Weltenrissbegegnung hier noch. Und ansonsten müssen wir gucken, wo der Rest war. Ich würde ja gerne nochmal ins Vorland und vor allen Dingen nochmal hier auf dem Berg, da auf dem Berg auch noch ein Schatz versteckt ist. Aber jetzt machen wir erstmal das. Und vielleicht finden wir ja auf der Reise ja noch das ein oder andere extra, wie hier. So Schnellreise ist nicht immer zu empfehlen, weil man ja doch das ein oder andere hier noch sieht. Wo geht's hier zum Beispiel rein? Die vergessenen Höhlen, die haben wir aber abgeschlossen. Ja, wir müssen links rumrudern. Das sagt aber auch unser Kompass. Ich sehe etwas im Wasser. Ich auch. Deswegen fahre ich ja hier lang, mein kleiner Sohn. Unglaublich, dass noch niemand den Jötunheim-Turm gefunden hat. Wo versteckt man so etwas Großes? Ich
glaube, hier sollten wir mal an Land gehen, ne? Hier müssen wir, glaube ich, auch an Land gehen für die Weltenrissbegegnung. Gucken, ob wir dieser schon gewachsen sind. Aber die war nicht ohne hier, oder? War das hier auch eine Walküre? Ich weiß es nicht mehr. Na, wir schauen es uns an. Sind wir hier immer noch am See der Neun? Ich glaube ja. Ist immer noch der See der Neun. Mut sammeln und einfach mal gucken. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Ein Witz. Weltenstaub. Noch 7 Risse schließen. Hatten wir auch in den anderen Welten, also in Elfheim, auch sowas? Das war die Seite, von der wir aus nicht weiterkamen, ne? Ich noch überlegt habe, wie können wir diese Steine sprengen. Ist das so? Ist das die Stelle? Dann muss ich da aber auch nochmal an Land gehen, Leute. Einmal kommen wir ja jetzt an diese Truhe ran. Oh. Einfach nur Hacksilber versteckt. Enttäuschend. Das ist doch noch eine Chiffre, oder? Noch eins, dann können wir die Nibelheim holen. Ja, das wäre super. Hier sind wir wieder. Ist das hier nicht? Hier haben wir aber noch Nebel. Hier müsste noch was sein. Aber hier war doch ein Drache gefangen. Hier müssen wir auch gar nicht mehr hin, oder? War das hier nicht sogar Fafnirsort? Geh nochmal runter. Direkt hinter mir.
Alter. Das war harte Arbeit. Es geht, Junge. Gewöhn dich dran, als Scott. Hast du solche Kämpfe vor dir? Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie hier eigentlich nichts mehr verloren haben, oder? Obwohl, wie gesagt, da hinten ist ja noch der Nebel auf der Karte. Jetzt rennen wir hier schon wieder lang. Irgendwas muss ja da sein. Irgendwo ein Weg, wo wir nicht weiterkamen. Ich glaube nicht. Kriegen hier auch rechts kein Gebiet angezeigt. Also irgendwas ist hier. Aber wir müssten eigentlich auch nochmal hier in den Kanal des Steinmetz und zu Tamos Leiche. Hier ist noch ein Rabe irgendwo versteckt. Genau wie hier oben ja noch einiges versteckt ist. Ah. Ja, hier kommen wir einfach wieder raus. Okay. Ups. Ach, hatten wir hier das Ufer markiert? Ein bisschen irritiert. Was ist denn das da vor uns? Das Blaue? Ah.
Okay. In Vedegaard gibt es auch noch ein Artefakt zu finden und wir haben noch was Unentdecktes. Oh, in Buris Lagerraum ist noch eine legendäre Truhe. Da fahren wir jetzt mal hin. Das war das, wo wir an zwei Seiten anlegen mussten, um weiterzukommen, oder? Ja, schön, ne? Von der Seite kommt ihr gerade nicht an mich ran. Ah, hier gab es nur das. Ja, wir müssen an die andere Anlegestelle. Und da haben wir dann wieder einige Kämpfe. Genau, da haben wir noch eine Truhe. Das könnte sogar die legendäre sein. Andersrum wäre kürzer gewesen, Leute. Okay, egal. Wasser gestoßen. Auch nicht. Oh, mein Freund und Kupferstecher. Mag ich überhaupt nicht. Ja, weg. Ja, zeig es ihm. Dann wollen wir mal. Zorn der Titanen, leichter Runenangriff. Ein schneller Klingenangriff endet in einem verheerenden Hieb, der Gegner in die Luft schleudert. Ah, Schaden, etwas mehr, aber weniger Betäubung. Ja, ich glaube, ich bleibe bei dem hier. Oh, den könnten wir mal verbessern. So.
Hey, wo will er denn jetzt hin? Hey, ey, 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 ey. Ja, damit haben wir auch hier die legendäre Truhe. Sehr schön. Jetzt ist die Frage nach Veigard, um noch die Artefakte zu finden. Oder lieber in die Volünder-Kluft, in die Volünder-Minen. Ich würde sagen, erstmal nach Veigard, weil es näher ist. Sollten wir vielleicht auch mal markieren. Hier auch ja richtig rudern. Ah, die Geschichte, die müssen wir doch auch irgendwie lösen können jetzt. Kommen wir da nicht rein? Nee. Erstmal wieder rein nach Veigard. Was fehlt uns hier? Ein Artefakt. Und noch irgendwas anderes. Jo. Junge, wir haben noch ein paar Sachen zu suchen. Folge mir, Atreus. Bin unterwegs. Wo guckst du dich denn schon wieder um? Ich habe immer das Gefühl, wenn er stehen bleibt, dass irgendwo was ist. Ich glaube, das sind einfach nur geskriptete Aussagen hier, oder? Von wo kamen wir denn hier weiter? Konnten wir oh, irgendwo hochklettern? Ach ja, hier, genau. Du fragst jetzt aber nicht wieder nach den ganzen Toten hier, ne? Hatten wir hier nicht die Nornentruhe, wo uns das letzte Symbol fehlte? Ich glaube ja. War das nicht hier? Ich gucke nochmal. Ja, das könnte die Nornentruhe sein, die wir angefangen, aber nicht beendet haben. Ah.
auch die Torstatue, ne? Das heißt, ich müsste hier vielleicht nochmal langrudern hier. Nicht, dass hier noch irgendwo ein Artefakt fehlt. Dass man hier noch irgendwo anlegen konnte. Seines Vaters. Was Gutes gefunden? Vielleicht. Griff des Tagnostre. Legendärer Axtknauf. Geringe Bonusaktivierung, um bei jedem erfolgreichen Axttreffer mit einer Blitzexplosion Schaden bei allen Gegnern in der Nähe zu verursachen. Ist die Frage, ob das ist auf jeden Fall nicht das, was uns fehlte, aber wir haben halt einen weiteren guten Axtknauf. Artefakte scheinen wir hier auf der Insel dann nicht zu haben. Das fehlende Artefakt. Gut. Was ist denn da im Wasser? Aegir's Gold, Junge, Aegir's Gold. Was war das? Was war was? Was meinst du, Junge? Du willst doch nur Aufmerksamkeit. Folg mir mal lieber. Okay, hier müssen wir nicht mehr hin. Damit haben wir, glaube ich, ein Tor geöffnet. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich glaube doch, hier das Tor haben wir damit geöffnet. Da hatten wir eine Wissensmarkierung. Oh, da drüben. Oh. Du sagst immer da drüben, was war das? Hier ist irgendwo was. So, ich gehe jetzt erstmal. Moment. Erstmal hier wieder rein. Ja, das da oben macht mich stutzig. Genau.
auf jeden Fall das Artefakt gefunden, das fehlende. Sieh dir das mal an. Geht's? Das war das fehlende Artefakt. Okay, wir hatten hier aber, glaube ich, noch eine Nornentruhe, wo uns eine Rune fehlte. Und zwar weiter da oben. Genau, wir hatten ja hier diese Ecke mit dem Steinkreis, der mich immer so irritiert hat. Stimmt, hier war ja auch ein Drache gefangen. Okay, jetzt muss ich nur noch mal gucken, wie wir zum Steinkreis kamen. Ich glaube, das war hier links, ne? Genau. Hier war auf jeden Fall die Truhe. Richtig, wir hatten hier irgendwo im Stein ein Schutzsiegel. Und hier war doch auch die Truhe irgendwo dann. Hier, richtig. Das N fehlt halt noch. Und ich weiß, dass ich mich hier dumm und dämlich gesucht habe. Okay. Wie gesagt, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Das habe ich gar nicht lange suchen müssen. Allerdings habe ich auch nicht gesehen, dass da eine Rune drauf war. Ich habe nur gesehen, dass da irgendwas ist. Horn mit Blut mit, 3 von 3. Wir haben den Erfolg kurzer Geduldsfahrten. Das heißt, wir müssen jetzt noch alle Nornentruhen gefunden haben. Eigentlich. Was ist denn bitteschön in den restlichen Nornentruhen? Das ist gerade die Frage, die ich mir stelle. So, also in Vedergaard gibt's jetzt nichts mehr. Dann reisen wir mal zu den Volynderminen. Mit, Junge. Auch wenn wir uns gerade irgendwie entfernen vom Tor. Ah, das Gute an dem Kompass ist, das zeigt ja nicht die Luftlinie, sondern wirklich die Wege, die uns hinführen. Mir endlich wieder was zu erzählen. Wahrscheinlich erst, wenn wir in der Hauptstory weitergekommen sind. So, Volynderminen. Hier hatten wir aber auch schon alles. Luft.
Aber kamen wir hierüber nicht zum Berg irgendwie? Dass wir da den Schatz noch heben. Junge. Mussten wir nicht durch die Minen zum Berg? Ich weiß es nicht mehr. Das ist einfach nur ein Gefallen für einen Zweck, den wir ja machen sollten, ne? Für Brock oder Sindri, für Brock. Damit ich das richtig verstehe, du und Sindri habt Mjölnir geschmiedet? Ja. Und dann hat Thor damit Menschen getötet? Worauf willst du hinaus? Naja, ihr scheint deswegen aufeinander sauer zu sein und nicht auf Thor. Kleiner, ich mag dich. Aber du hast nicht die geringste Ahnung, wie kompliziert Familie sein kann. Halte ich deinem alten Herrn etwa Vorträge darüber, wie er dich erziehen soll? Und glaub mir, da gäbe es viele Kritikpunkte. Tut mir leid, Bro. Ich will nur helfen. Gehen wir's an. So, wenn wir den hier verbessern, steigen wir im Level auf, wenn wir ihn nochmal verbessern, oder? Jetzt könnt ihr die Angst keinen Ärger mehr machen. Ja. Vielleicht sollten wir ihn dann doch ausrüsten. Da brauchen wir die Chaosflamme. Hier brauchen wir die Frostflamme, genau. Und wir können ja Ressourcen kaufen. Eine Frostflamme für kalte Nebel von Niflheim. Deswegen will ich auch nach Niflheim, dass wir das kriegen zum Tauschen und wir die Axt nochmal aufwerten können. Ich glaube, ich hole mir mal einen Berserker Auferstehungsstein. Wir müssen ihn ja nicht verwenden. Manchmal ist es auch verschwendet, aber wenn wir in einem Kampf sind, wo vielleicht noch zwei, drei Schläge gefehlt haben, wie dieser lange Kampf gegen die Walküre, dann kann er uns wiederbeleben mit voller Lebensenergie und wir müssen den Kampf nicht von vorne wiederholen. Und ja, das könnte dann noch zum Sieg führen. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. So, ich gucke mal, was können wir denn hier verbessern? Ach so, ja, Brustschild des Springers. Ich glaube, es gab sogar einen Erfolg dafür, wenn wir das Set des Springers herstellen. Könnte ja jetzt klappen. Panzerhandschuhe des Springers. Mach das mit Spaß. Und dann hatten wir ja noch Kriegsgürtel des Springers. Was hält denn er? Ja, der Pfad des Eiferers. Das war auch nochmal ein Erfolg wert. Und ich glaube, für die Sachen von Tyre, wenn wir die alle herstellen. Ich glaube, dafür gab es auch noch mal einen Erfolg. Los, keine falsche Zurückhaltung. So, Panzerhandschuhe von Tyr.
glaube, die Tür. Den Türbrustpanzer haben wir schon gemacht. So. Den hatten wir noch nicht, ne? Aber wir haben doch jetzt alles von Tür, oder nicht? Etwas für den Jungen? Nö, der braucht grad nichts. Noch was? Irgendwie glaube ich nicht, dass die Panzerhandschuhe des Springers besser sind als das, was wir aktuell tragen, wenn wir es aufbessern. Ich schaue mir es trotzdem mal an. Gut. Ja, da fehlt uns aber was für. Jetzt schmeiße ich hier einfach so die guten Ressourcen raus. Also, wir haben den Gürtel. Kleiner. Ach, Klauenbogen. Wir haben die Brustrüstung. Und die haben die Armrüstung. Dafür gab es doch keinen Erfolg. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, ne? Also dann, wir sehen uns. Ja, ja. Ich wollte schauen, ob wir hier nochmal zum Berg kommen. Haben wir für den Ring des Alchemisten, oder? Ich glaube, hier kam ja gar nicht zum Berg. Wir sind hier fertig. Ja, wenn Kratos schon sagt, wir sind hier fertig, dann gibt es ja auch nichts mehr. Ja, wir hatten hier auch alles. Irgendwie kamen wir anders zum Berg. Ich glaube, der Berg wird aktuell gesperrt sein. Der wird vielleicht wieder frei sein, wenn wir in der Hauptstory weitergekommen sind. Ach, das war hier ätzend mit dem wieder rauskommen, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kamen wir hier rüber nicht wieder raus? Ach Leute. Sonst markiere ich mir jetzt hier gerade mal. Ach so, das ist noch auf dem Kompass, das mystische Tor. Dann folgen wir mal dem Weg. Atreus, folge mir. Bin gleich da. Aber sagt ja, dass wir hier lang sollen. Hier kommen wir ja gar nicht mehr lang.
Muss ja jetzt hier lang sein. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt in Tyrs Tempel. Also gerade finde ich die Symbole eher irritierend. Hier funktioniert es gerade nicht so dolle. So angeblich hier lang. Schau jetzt nur oben auf das Symbol. Das ist richtig. Ja, hier nochmal durchkriechen. Also ich sage, wir gehen jetzt in Tyrs Tempel. Und gehen mal nach Musblane. Musblane, wie ist das jetzt? Nach Musblane. Komm, Junge. Kann auch das hier nehmen, ne? Anstatt das, was ich markiert habe. Broxladen. Genau. Sollten wir vorher noch mal Alfheim ablaufen. Alfheim. Um die Welt noch zu vervollständigen. Erstmal an, was überhaupt alles verfügbar ist. Welche Welten sind es ja gar nicht. Vanaheim, Welt nicht verfügbar. Odin hat den Zugang zu dieser Welt verhindert. Die Weltenrune wird niemals funktionieren. Muspelheim, Welt verfügbar. Niflheim, da fehlt uns die Weltenrune. Asgard, Odin hat den Zugang zu dieser Welt verhindert. Die Weltenrune wird niemals funktionieren. Dasselbe gilt für Svartalfheim. Helheim waren wir schon. Elfheim müssen wir auch nochmal rein. Jötunheim, da müssen wir die Rune erstmal machen. Okay, ich würde sagen, ich schaue nochmal ein bisschen hin.
Lampen. Oh, 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 oh. Aber hier gibt es zum Glück nicht so viel. Du magst Hitze. Was braucht? Hitze ist verdammt hilfreich bei meiner Arbeit. Macht sogar den Raum selbst biegsamer. Zum Beispiel diese magischen Türen, die du so magst. Hier führen sie alle zueinander, ganz ohne Brocks zutun. Geh mal dort drüben hin und wecke sie auf. Du wirst sehen, durch Muspel zu reißen ist kinderleicht, solange du nicht gekocht wirst. Gibt's ja nur Postkarten. Wow. Ganz schön heiß hier. Aber ist das Schnee? Asche. So fällt sie nur bei großen Feuern. Diese ganze Welt ist ein einziges Feuer. Der Ursprung allen Feuers. Und auch der Sonne und Sterne, wenn man der Legende glaubt. Sollte man das? Ich meine, wir sind hier und verbrennen trotzdem nicht. Noch nicht. Naja, sie wird sich seit Urbeginn der Schöpfung stark abgekühlt haben, meint ihr nicht? Nibelheim ist ja heutzutage auch kein reines Eis mehr. Das ist die Natur der Dinge. Die Zeit mildert alle Extreme. Feuer kühlen ab, Männer werden alt und grau, Köpfe werden abgehackt und an Gürteln getragen. So ist das Leben. Wenn du meinst, Mimir? Hat doch recht. Hacksilber finden wir hier nur. Sind hier überhaupt Gegner? Ist hier überhaupt irgendwas zu finden? Viel ja nicht, wie wir auf der Karte gesehen haben. Dachte schon, er könnte ja noch mal eine Feuerschale entzünden. Wie fühle ich mich gerade hier verarscht? Ah, wahrscheinlich geht es hier erst richtig los. Bereich entdeckt, Muspelheim. Aber wir müssen die ganzen mystischen Tore finden, hä? Na toll. Und wir haben einen Göttnir-Schrein. Hier ist noch eins. Der hier heißt Zutu, ein Feuerriese. Der erste und ursprüngliche. Er macht ein Feuerschwert. Eine legendäre Waffe. Er kämpft gegen Thor und Odin. Aber ist das die Vergangenheit oder Zukunft? Womöglich eine Frage der Perspektive. So, das heißt, uns fehlen nur noch zwei. Nur noch zwei Jötnir-Schreine. So, Suchtr, ein uralter Feuerriese aus Muspelheim. Er schmiedete ein Feuerschwert und bekämpfte Thor und Odi. Oder wird es tun? Arena? Müssen wir hier Arena-Kämpfe machen? Vater,
Ich höre eine Stimme. Wieder ein Alp. Ich glaube nicht. Sie kommt von da oben. Vulkan erklimmen. Wir sind dabei. Die Stimme. Gleich hier um die Ecke. Das sieht mir gerade echt... Es ist ein großes Schwert. Es will wissen, ob wir bereit fürs Training sind. Okay, ich würde mal sagen, das sind so eine Art Herausforderungen, ob wir die machen müssen. Ich hoffe mal, dass die Belohnungen hier gut ausfallen. Vielleicht kriegen wir hier Feuerstahl oder sowas für diese, oder diese, Moment mal, da war doch irgendwas, was so viel, diese epischen Sachen, wo so viel war, was wir noch gar nicht gesammelt haben. Vielleicht kriegen wir das über diese Kämpfe hier. Aber ich gehe auch mal davon aus, dass diese Kämpfe hier nicht ohne sein werden. Und bei Niflheim wird es wohl genauso sein, dass die Belohnung für die letzte Aufwertung der Leviathan-Axt auch erstmal verdient werden muss. Naja, aber das schauen wir uns im nächsten Video an, was das hier jetzt ist. Aber ich nehme an, dass wir hier Arena-Kämpfe haben. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen, hoffe, dass ihr bei meiner nächsten Episode zu God of War wieder mit dabei seid, wünsche euch bis dahin alles Gute, euer Rönne.